Herzlich willkommen beim digitalen Sommerfest von Herpa TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und wir haben heute einen Klassiker dabei. Matthias Wolf, Produktmanager bei Herpa. Warum ist der Stelzel-LKW ein Klassiker beim Sommerfest von Herpa? Also ich würde eher sagen, er ist kein Klassiker, er ist einfach Kult. Zum Herpa Sommerfest gehört eigentlich ein Stelzel dazu. Der Alex Stelzel schickt uns auch in der Regel, wenn das Sommerfest live stattfindet, auch immer das passende Originalfahrzeug hierher. Mhm. Er lässt ja im Jahr mehrfach Zugmaschinen lackieren. Und das hat sich über Jahre jetzt so eingespielt, dass es eigentlich zum Sommerfest immer ein Stelzel-Modell gibt. Mhm. Er ist ja nicht weit weg von hier, aus Heideck kommt er. Und wir sprechen dann immer im Frühjahr ab, welches Modell wir jetzt umsetzen oder welches Fahrzeug wir als Modell umsetzen. Dann gibt es vom Auflieger immer wieder unterschiedliche Gestaltungen. Und Zugmaschine, ja, dieses Mal ist es mal ein DAF. Mhm. Einer der neuesten Bauformen, Was haben wir für Motiv drauf diesmal? Engelchen und Teufelchen. Mhm. Diese Motive dürfen sich die Fahrer aussuchen. Das heißt, das wird nicht vom Alex Stelzel vorgegeben, sondern die Fahrer, die auf den Fahrzeugen fest drauf sind, dürfen sich auch die Motive frei wählen. Dann wird er lackiert, entweder bei X-Act oder bei Walter Rosner, je nachdem, wo gerade Kapazitäten frei sind. Und ja, es sind halt immer wieder, allein schon durch die Farbgebung, sehr begehrte Fahrzeuge, die Stelzel-Sachen. Wie viel haben wir denn etwa schon umgesetzt von den Stelzel-Modellen? Boah, ich müsste lügen, aber mindestens 15, wenn nicht sogar über 20 Stück. Mhm. Und verschiedene. Gibt es einmal schon Anfragen vom Sommerfest, ob wieder ein Stelzel-Modell kommt? Ja, natürlich. Das ist eine obligatorische Frage. Jedes Jahr vor dem Sommerfest wird es auch wieder ein Stelzel geben. Ja, auch dieses Jahr gibt es wieder ein Stelzel. Wie hoch ist die Auflage? Auflage ist 1000 Stück, was in der Regel normalerweise nicht reichen würde. Wenn ich dieses Modell im Handelsprogramm anbieten würde, müssten wir wesentlich mehr machen, um entsprechend den Markt abzudecken. Aber durch den Direktvertrieb und ja, entsprechende Reglementierung, dass die Händler nicht Unmengen kaufen können, um damit zu spekulieren, gibt es halt immer diese 1000er Auflage und die halten normalerweise nicht lange. Also ein sehr schönes Sammlermotiv, ja. Auch schon aufgrund der Auflage. Also schnell mal in den Herpa Online-Shop gucken und nach dem Stelzel suchen.